Hallo und herzlich willkommen zurück bei Uncharted 4 at Thief's End. Und wir sind hier in Folge. Ich muss ja mal draufrechnen ungefähr und ich weiß ja nicht, was ich. Wie gesagt, ich hätte eigentlich mal zwischen den ganzen Aufnahmen gucken können, was hatte ich vorher aufgenommen, was hatte ich nicht vorher aufgenommen. Aber es müssten ungefähr jetzt Folge. Jetzt bin ich im Kopf total eingeschlafen. Ich weiß nicht, ob man das kennt. Eigentlich bist du schon an der Lösung angekommen, aber irgendwie sagt sein Gehirn nicht zu deinem anderen Gehirn. 36, 37, so eine. Boah, in der Dreh. Irgendwas in der Dreh sind wir jetzt. Okay. Wir gucken uns jetzt mal in Libertalia das um. Nichts. Ich schätze mal, es waren die Aufständigen. Die haben wahrscheinlich doch das geplündert. Die. Ah. Ist das ein Bild von Avery? Ich weiß es gar nicht. Hat er vielleicht gar kein Paradies geschaffen, sondern hat nur alle Piraten ausgeplündert? Ah. Altes Manifest. Viele Schätze. Manifest des guten Schiffes Destiny auf dem Weg nach Libertalia vom Hafen von Kings Bay. 10.000 Münzen Silber, Mogul. 93 Treugewicht. 9.000 Münzen Silber, Mogul. 34 Treugewicht. 14.000 Münzen. Oh, spanische Dublonen. Statue Gold, Pferd mit Reiter. Mogul, 500 Pfund. Skulptur, Elefant mit 20 und 23. 100 Eisenspeere. 54 Säbel, 50 Kanonenkugeln, 12 Pferde, 4 Fässer Wein. Okay. Eine Lieferliste, was so nach Libertalia gekommen ist. Oh, schicke Klamotten. In deine Uniform. Du warst eine Wache, oder? Gute Arbeit. Ja, bis zum Schluss ist er ja da geblieben. Da ist eine Leer. Ganz schön viele leere Regale. Ja, das stimmt wohl. Naja. Ist die Frage, ob überhaupt was. Naja, irgendwas werden wir schon finden, weil sonst würde es ja im Spiel nicht weitergehen, wenn hier gar nichts wäre. Hallo. Ah, noch eins. Abschnitt D, Regal. War das auf den Regalen? Inhalt wie beschrieben von Airtrailer. Holzkisten, Wildsilber, Initasien, Messingnieten, Inhalt UF. 342 Goldmünzen, 240 Silbermünzen, 734 Kupfermünzen, Juwelenbesitz, das Sattel. Aus Leder, Saphir und Rubin. Satzgravierte Goldringe, Elefant, Vogel, Pferd, Juwelenbesetzte Goldbrosche, oh, Gemälde mit Elefant und Reiter. Tassenjade, Satz A, 6 Stück, runde Albasra. Behauptet, dass diese Jadetassen aus dem Besitz von Shah-Jahan einen würdigen Neuzugang zu uns zur Sammlung. Der Name sagt mir jetzt leider überhaupt nichts. Aber nett. Ansonsten ist hier nicht viel, wie es aussieht. Noch ein Dieb. Alle Gründer sind anscheinend. Nathan, hier drüben. Nix. Nate, sieh dir das an. Was hast du da? Libertalia-Geld. Da ist Avery Siegel drauf. Mhm. Er hat das Gold geschmolzen und eigenes Geld geprägt. Das heißt also, all die Manifeste in den Regalen, der Schatz war hier. Ja. Stellt sich nur die Frage, wo ist er jetzt? Okay, wir wissen, dass draußen gekämpft wurde. Ja, und dann drin. Glaubst du, die Siedler haben ihn gestohlen?
Nein. Ich glaube, sie haben ihn sich zurückgeholt. Schau. Da ist Avery. Two. Die Gründer von Libertalia. Alle markiert mit dem Wort Dieb. Nicht Mörder, nicht Tyrann. Dieb. Also war der Schatz schon verschwunden, als die Siedler herkamen. Ja, weil diese Typen ihn sich schon geschnappt hatten. Pirat bleibt Pirat, stimmt's? Ja, Pirat bleibt Pirat. Ich weiß, wo er ist. Was? Wo? Das ist eine Karte. Ja, da oben. Das ist das Schatzhaus. Eine Karte von Libertalia? Genau, jetzt folge ich auf die andere Seite der Insel. Genau da. New Devon? Halt. Avery war aus Devon in England. Ganz genau. Mann, das sind ein paar echt große Häuser. Und jedes hat sein eigenes Siegel. Weil sie da gewohnt haben. Was hältst du davon, den Wachturm hochzuklettern? Uns zu orientieren? New Devon, wir kommen. Unglaublich. Okay. Also, wie kommen wir da hoch? Irgendwie New Devon. Also haben die Siedler sich ein kleines, eigenes, abgesondertes Reichen gebaut. Unglaublich eigentlich, ne? Haben die Leute ausgeplündert noch weiter. Naja, wie gesagt, Pirat bleibt Pirat. Okay. Ich komme gleich. Okay, hier ist aber glaube ich nichts mehr. War nur zu verlockend. Hey, ja. Sieh dir das mal. Okay, dann. Okay, bereit? Okay, das war Schritt 1. Schritt 2. Den Kronleuchter hochziehen. Gute Idee. Sieh es einfach als Kompliment. Also müssen wir doch hier hoch. Okay. Jetzt sieht sie stilvoll aus. Okay. Aber wohin? Versuch mal, dich zur anderen Kette zu schwingen. Okay. Dann probieren wir das mal. Und nochmal Schwung holen. Vielleicht auch was diesmal. Oh, gut gemacht, Tarzan. Und runterlassen und... Ach, dabei ein Bonnie ist ein Schlanz. Ich dachte... Und jetzt? Ach, oh, sorry, Condit. Baldridge. Was? Du triffst auf Baldridge. Oh, tue ich das? Okay. So, wir sind oben. Deep. Deep. Deep und deep und deep. Okay. Oh, Schmetterlinge. Von unten kamen wir. Oder? Ja. Ach, hier sind wir jetzt. Sieht aber echt nicht schön da unten aus, ne, wenn du da mal runter guckst. Lockung sollte man an der Stelle echt nicht. Okay, dann mal hoch. Ein
Wunder, dass die Treppen unbeschädigt sind. Hey, 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 schrei es nicht. Ich probier's einfach. Okay. Nein! Hätte sein können, dass da irgendwas versteckt ist, weil so tief sah das jetzt nicht aus. Hey, mal hoch. Ein Wunder, dass die Treppen unbeschädigt sind. Hey, 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 schrei es nicht. Ja. Ups, du Bügelpolk. Ich hab's ja gesagt. Was ist denn passiert? Ist irgendwas weggeknickt? Und hoch. Ah, da. Nathan, siehst du den Turm? Klar. Der Berg sieht halt richtig geil aus, muss ich ja sagen. Und? Oh Gott, Nathan! Ich hätte vielleicht nicht springen sollen, ohne zu gucken, dass das nicht geht. Hallo? Ah, hier geht's weiter. Okay. Jetzt geht's. Und hopp, passt. Okay. Hey Sam, ja? Okay, wollte nur sicher gehen, dass du nicht abgestürzt bist. Ganz schön aufgeregt. Alles ganz schön überwuchert da unten. Ich glaube, der Schatten ist vielleicht etwas zu schwarz an der Stelle dort. Hey, bringst du mich da hoch? Claro. Wo hoch? Oh, Entschuldigung, dass ich mich ein bisschen umgucken wollte. Oh, hier vorne. Ja, los, hoch. Na, mit los. Dir. Fertig? Fertig. Tschüss. Na gut, ich hab hier was. Hey, Vorsicht! Oh. Ich bin weg. Und hoch. Wow, das dünnen Holzbretterchen hier noch halten. Vor allen Dingen, überleg mal, was die hier oben auf diese dünnen Holzbretterchen gelagert haben. Alter, sind die bekloppt gewesen. Sondern kann man noch ein Lebensmittel sein. Was für ein Ausblick, hä? Da ist es. Auf der anderen Flussseite. Was hältst du davon, die Reichen zu beklauen? Ein neuer Tagebucheintrag ist freigeschaltet. Sozusagen. Los! Aber es hat eigentlich eine Elfen da reingekriegt. Ah. Einfach nur, wie es dort aussieht. Ja, ein bisschen übertrieben kann man auch natürlich leben, aber... Okay. Was glaubst du, wie lange brauchen wir bis New Devon? Ein paar Stunden. Kommt drauf an, wen oder was wir unterwegs treffen. Oh. Panzerpaus! Scheiße! Okay. Ja. Oh fuck! Pass auf, weg da! Was? Hier unten! Cover! Verdammt. Wo bist du? Ich bin hier unten. Komm schon! Oh, okay. Scheiße! Nathan! Ich bin falsch am Kopf. Alter, Shoreline ist einfach nur behindert im Kopf. Wo bist du? Ich bin hier unten. Komm schon! Au. Au. Oh. Oh.
und weiter. Irgendwas sagt mir, dass sie genug von uns haben. Wirklich? Wie kommst du denn darauf? Hier runter, schnell! Nicht mal! Nathan! Steh auf, wir müssen weg! Wir müssen weg! Schnell! Nein, oder? Scheiße, Splitter! Du Scheiß! Arschlöcher! Da sind sie! Alter! Wer war das Seil hoch? Ja! Sehr gut. Und hoch. Oh, verdammt, es sind immer mehr. Es werden immer mehr. Ich kletter einfach. Was mit dem Typen von Shore eigentlich? Warum muss man alles kaputt machen? Okay. Jetzt einfach probieren schnell. Alter! Okay. Hier drinnen müssten wir mal jetzt erstmal sicher sein. Was stimmt mit diesen Typen von Shoreline einfach nicht? Okay, der Spiegel spiegelt nicht wirklich. Der spiegelt irgendwas, was überhaupt nicht da ist. Okay. Ja, sitzt nicht. Okay, halt. Hey Nadine, schön Sie wiederzusehen. Au, okay, Mango. Was soll denn das heißen? Au, oh, das ist mein Safe Word. Sind Sie immer so ein Klugscheißer? Wenn ich in Form bin? Ja. Sie und Ihr Bruder haben sich als die besseren Schatzjäger auf dieser Insel erwiesen. Schade, dass wir Gegner sind. Warten Sie, das können wir noch ändern. Im Drake trauen? Den Fehler mache ich nicht nochmal. Hey, lassen Sie uns doch mal. Okay, und es geht weiter. Okay. Okay, das war härter als erwartet. Ich finde selbst hinaus. Glauben Sie ehrlich, dass ich Sie nach all dem einfach davonziehen lasse? Das wäre das Klügste. Ach, kommen Sie, Nadine, echt jetzt? Wir wissen, dass Sie knallhart sind, aber wir sind zu zweit. Tja, meine Männer sind längst unterwegs. Ich muss ihnen nur Zeit verschaffen. Sofern ich das hier nicht selbst beende. Okay. Verdammt. Dann los. Aua. Aha. Okay. Ich hab genug von dieser Insel. Genug von Ihrem Bruder. Und ich hab genug von Ihnen. Oh nein, das wird nichts. Okay, die nimmt's wirklich mit den Beinen auf. Können wir vielleicht einfach da...
Okay. Ach, verdammt, ihr bricht alles zusammen. Ja, halt durch, Sam. Ich komme. Yes. Und wir sind wieder drin. Okay. Ich bin fast das. Das muss wehgetan haben. Sie sind schnell, aber nicht so schnell. Hey, vergiss sie. Komm, wir müssen ihr weg, bevor sie... Scheiße. Wow. Jeder von uns beruhigt sich wieder. Na, das ist ja interessant. Nate? Samuel? Weg mit den Waffen! Ihr alle! Nein. Rafe, der Typ meint's ernst. Oh, mach dir keine Sorgen, Nadine. Die zwei töten niemanden kaltblütig. Das ist nicht ihr Stil. Willst du ihr Leben darauf verwetten? Na, dann nur zu. Schieß doch. Sam. Wenn ich sterbe, sterbt ihr auch. Von mir aus? Keinen Schritt weiter! Meinst du? So? Sam, nimm die Waffe runter! Ich hab dich gewarnt. Tu es! Rafe! Schon gut! Feuer einstellen, nicht schießen! Leg sie hin! Schon gut. Okay? Schon gut. Keine Sorge, Nadine. Das ist nicht ihr Stil. Was soll ich sagen? Ich dachte nicht, dass er's tut. Samuel, bist du okay? Ich glaube, du wusstest, dass dieser Moment kommt, hm? Hey! Komm schon, Mann! Du hast uns noch in der Hand, entspann dich! Komm schon, du bist Geschäftsmann, lass uns einen Deal machen. Oh, ein Deal? Oh ja, bin gespannt, was dir da vorschwebt! Oh, erzähl nur, ich höre. Okay, bloß. Okay. Du willst Averys Schatz finden? Dann helfen wir dir. Und im Gegenzug lasse ich euch leben? Ja. Und gibst uns einen Anteil. Mann, der Kerl hat Nerven. Nur so viel, um ihn freizukaufen, okay? Freikaufen? Nathan. Ja. Er hat gesessen, für mich. Und der Kerl, der ihn rausgeholt hat, Hector Alcazar, er schuldet ihm viel Geld. Wow. Wovon zum Henker redest du da, Nate? Hector Alcazar starb vor 6 Monaten bei einer Schießerei in Argentinien. Ich hab Samuel rausgeholt. Oh. Wow. Was hat er dir erzählt? Sam, was für ein Märchen hast du dir da ausgedacht? Alcazar, du hast gelogen? Du hast deinen kleinen Bruder angelogen? Wir vergeuden Zeit! Augenblick! Die Sache ist, Nate, ich habe nie aufgehört, nach Averys Schatz zu suchen. Ich stoße bloß ständig auf Sackgassen. Tja, und dann höre ich, dass unser guter alter Samuel Drake, ein Experte für Avery, am Leben und guter Dinge ist. Es gab keinen Ausbruch. Ich habe den Gefängnisdirektor bestochen und dein Bruder ist einfach durchs Haupttor marschiert. Er hat die letzten 2 Jahre nach dem 2. Dismas-Kreuz gesucht. Und weißt du was? Wir haben es zusammengetan. Nein. Oh doch. Das ist Blödsinn. Oh, Sam? Magst du es widerlegen? Nate. Oh, Sam. Oh, Himmel. Nein. Hör zu. Averys Schatz gehörte uns. Gehörte immer ich uns. Ich hab ein Leben für dich aufgegeben. Hey, hör zu, Nate. Wenn's dich tröstet, mich hat dein Brüderchen auch für dumm verkauft. Hat sich aus dem Staub gemacht und dich und den alten Mann mit ins Boot geholt. Und ich will nicht lügen, Sam, das hat mich wirklich angekotzt. Aber, weißt du, das liegt hinter uns. Du verdienst ihn nicht. Und du schon? Wir sind doch alle nur Diebe, die herumstöbern, wo wir es nicht dürften. Rafe? Was? So oder so beende es. Oder ich tu's. Ihr habt die Lady gehört. Wenn dir ein Hinweis entgeht,
kannst du dem Schatz lebewohl sagen. Du hast selbst gesagt, du stößt nur auf Sackgassen. Sieh es doch ein, Rafe, du brauchst uns. Ja, du hast recht. Zur Hälfte. Ich brauche nur Sam. Warte, du machst einen Fehler. Du hast... Nate!